Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Liebe Gemeinde, mit diesen Worten aus Markus 10 begrüße ich Sie alle sehr herzlich. Wir zeichnen diesen Gottesdienst hier in der Jonakirche auf, für Sie alle zu Hause. Und Gottes Gegenwart übersteigt alle räumlichen und zeitlichen Grenzen. Gott ist jetzt hier bei uns und er ist auch dort bei Ihnen. So feiern wir auf diese Weise miteinander Gottesdienst. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese Worte des 43. Psalms. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott. Ja, ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Wir beten. Jesus, du kommst, Segen zu bringen. Voller Herzlichkeit, voller Glück, voller Güte. Bloß wir, manchmal vertrauen wir dir gar nicht so recht und wir bekommen den Segen dann auch nicht mit. Angst treibt uns um in diesen Wochen. Dünnhäutig sind wir geworden. Wir ärgern uns, wenn manches nicht ist, wie wir es uns wünschen. Und wir sind traurig darüber. Wie sollen wir da unser Herz für dich öffnen? Wie soll unsere Seele da frei werden? Jesus,
Schenk du uns deinen Heiligen Geist, dass wir dich wahrnehmen, dass wir dir von Herzen vertrauen können und dass wir uns erfüllen lassen von deinem Segen, von dir. Amen. Wir hören nun die Schriftlesung. Ich lese aus Markus 10, 34 bis 45. Es gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Und euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Als die Zehn das hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Jakobus und Johannes benehmen sich in dieser Geschichte völlig daneben. Sie wollen im Himmel die besten Plätze und die wollen sie sich mal eben nebenbei sichern. Jesus, dürfen wir uns auch was wünschen, was du ganz bestimmt machst? Ein bisschen so wie Kinder, die am liebsten
alle neben dem Busfahrer sitzen wollen. Vielleicht geht es den beiden dabei einfach um Wertschätzung. Das wäre immerhin verständlich. Es genügt ja auch nicht, nur abstrakt zu wissen, dass wir alle wertvoll sind, jede und jeder von uns. Ab und zu müssen wir das auch persönlich erfahren. Und es muss unser Herz erreichen, damit wir befreit durchatmen können. Dann müsste vielleicht den beiden Brüdern einmal jemand sagen, ihr seid wertvoll, Jungs, mindestens für Gott. Und falls euer Vater und eure Mutter euch das nicht haben spüren lassen und falls eure Freunde euch das nicht so zeigen können, Jesus zumindest mag euch wirklich von ganzem Herzen. Und zwar so sehr, dass er den Tod auf sich nimmt, nur damit er euch ewiges Leben eröffnen kann. Glaubt mir, ihr seid unendlich wertvoll. Nur, ich fürchte, unseren beiden Brüdern geht es gar nicht um Wertschätzung. Wenn es das wäre, würden sie nämlich fragen, dürfen wir im Himmel mit dir am Tisch sitzen? Nein, direkt rechts und direkt links neben Jesus wollen sie sitzen, die beiden Ehrenplätze. Sie wollen im Vergleich mit allen anderen als super dastehen oder genauer da sitzen. Sie wollen die Besten sein. Wozu eigentlich dieses Vergleichen? Irgendjemand hat herausgefunden, dass sich bei Umfragen 80% der Befragten für überdurchschnittlich halten. Nun ja. Aber noch einmal, wozu eigentlich dieses Vergleichen? Und noch etwas fällt auf. Die beiden wollen die besten Plätze nicht als Anerkennung einer besonderen Leistung. Sie haben ja überhaupt nichts geleistet. Schon gar nichts Besonderes. Sie wollen einfach nur so als super gefeiert werden, ohne dass irgendetwas dieses Super rechtfertigen würde. Reputation kommt in Wahrheit zu Fuß und geht zu Pferde, sagt eine Redensart. Jakobus und Johannes bestellen vorweg schon mal das Pferd. Warum sind die beiden denn in ihren Herzen so darauf angewiesen, dass sie als super gelten und dass alle ihnen applaudieren? Warum ist das so wichtig? Manche Menschen sind glücklich, wenn sie sie selbst sein können. Die anderen sind ihnen nicht egal, aber sie messen sich nicht an den anderen. Zu dieser Sorte gehören Jakobus und Johannes offenbar nicht. Für sie ist es ungemein wichtig, die Besten zu sein. Wenn sich einer seiner selbst sicher ist, dann braucht er den Applaus der anderen nicht und auch nicht den Vergleich mit ihnen. Er oder sie singt dann vielleicht eher mit Udo Lindenberg, ich mach mein Ding. Vielleicht liegt hier der Kern des Problems. Die Brüder sind sich ihrer selbst unsicher und suchen außen das, was sie in sich nicht finden. Würden sie sich einsetzen für Jesus und die anderen? Ihre Freunde würden ihnen Achtung und Anerkennung ja nicht verweigern. Würden die Brüder herausfinden, was ihre ureigensten Gaben sind, mit denen sie der Gemeinschaft gut tun und den anderen Segen bringen können? Diese anderen wüssten das schon zu würdigen. Und zugleich würden sie selbst spüren, wir können was. Wir können unseren Beitrag leisten. Wir bringen Gutes in die Welt. Letztlich brauchten sie gar nicht super zu sein, sondern einfach nur Segen bringen und würden doch in ihren Herzen ihrer selbst gewiss. Jede und jeder von uns hat eine ganze Fülle von Gaben, mit denen wir Segen in die Welt bringen können. Vermutlich können wir in einem Menschenleben sie nicht einmal alle voll entfalten. Auch nur einige davon zu entdecken, ist schon gut.
Und dann anpacken, einen echten Beitrag leisten, etwas tun. Es muss gar nicht ins Guinness Buch der Rekorde oder auch nur in die Zeitung kommen. Bloß etwas tun, worauf Segen liegt. Alles andere nützt in Wahrheit auch nichts. Wer im Leben nichts zustande bringt, worauf Segen liegt, und dessen einzige Fähigkeit es ist, andere dazu zu bringen, dass sie ihn beklatschen, der weiß im Grunde seiner Seele recht gut, dass das mager ist. Du kannst andere um den Finger wickeln, dass sie applaudieren, ja, aber das war's dann auch. Genau das sagt Jesus mit diesem etwas komplizierten Gedanken, wer unter euch der Erste sein will, der sei aller Diener. Einmal steckt darin der Hinweis, doch bitte das Gemeinwohl zum Maßstab zu machen und nicht den eigenen Nabel. Etwa mit der Zielrichtung, wie sie John F. Kennedy eingenommen hat in seiner Antrittsrede vor 60 Jahren. Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, fragt, was ihr für euer Land tun könnt. Aber noch um etwas Zweites geht es Jesus. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und dass er sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das übersteigt die Gemeinwohlperspektive nun bei weitem. Jesus sieht die Erfüllung seines Lebens darin, für seine Freunde den Tod auf sich zu nehmen, um ihnen ewiges Leben zu eröffnen. Den Segen seines Lebens sieht er darin, dass er für seine Menschen durchs Tal des Todes hindurchsteigt, bis er wieder ans Licht gelangt, bis er den Tod überwindet und aufersteht in ein neues Leben hinein. Ein Leben, das die Grenzen dieser Erde nicht kennt, ein Leben, das ewig ist. Und ist der Weg dorthin einmal frei, dann kann er alle Menschen auf diesem Weg mitnehmen. Sie merken schon, hier endet der Vergleich. Die Brüder sollen, so wie Jesus, schauen, wie sie mit ihren Möglichkeiten Segen in die Welt bringen. Aber anders als Jesus brauchen sie nicht für andere die Ewigkeit zu eröffnen. Das können sie nicht. Einfach nur das Ihre suchen. Wer das tut, wer die eigenen Gaben entfaltet und sich an ihnen freut, sein Ding macht und dadurch Segen in die Welt bringt, der wird merken, ob er damit der Erste ist, ob sie damit die Erste ist. Das wird immer mehr egal. Vergleiche werden immer mehr überflüssig. Es mag schon sein, dass Jakobus und Johannes nach dieser deutlichen Ansage erstmal begonnen haben, sich nützlich zu machen, damit sie auf diese Art hinten herum dann doch die Ersten werden. Aber am Ende freuen sie sich einfach dabei zu sein, wenn Jesus mit allen feiert. Am Ende sind sie glücklich, dass Jesus lebt und dass sie selber auch leben, weil er damals für sie den Tod auf sich genommen hat. Achten Sie einmal darauf, wie auch Sie lebendiger werden, froher, aufrechter, wenn Sie Segen in die Welt bringen, mit den Gaben, die Gott Ihnen geschenkt hat. Und wie damit vielleicht sogar Ihr Zutrauen in Gott wächst und Ihr Vertrauen in seine Liebe. Amen. Thank you.
Wir wollen nun miteinander Fürbitte halten. Guter Gott, wie ein guter Freund, wie eine gute Freundin bist du für uns da. Danke, dass du uns behütest. Wir bitten dich, von allen Sorgen lass uns Abstand gewinnen. Schenk uns deinen Heiligen Geist, dass uns einfällt, was wir tun können und was wir lassen können, damit alles gut wird. Von unserer Verzagtheit mach uns frei. Schenk uns deinen Heiligen Geist, dass wir entdecken, wie reich du uns beschenkst, jeden Tag unseres Lebens. Wenn andere uns brauchen, gib uns die Geduld, ihnen aufmerksam zuzuhören und die Gelassenheit, ihnen so lange beizustehen, wie das nötig ist. Schenk uns allen kluge Gedanken, die weiterführen, und zeig uns Wege, wo wir nicht mehr weiter wissen. Die Verantwortung tragen in unserer Kirche, in unserer Stadt, in unserem Land und auf der Welt, bei denen sei ganz besonders mit deinem Heiligen Geist. Und wenn wir uns im Kreis drehen, dann gib, dass wir innehalten und beten und mit dir besprechen, was uns beschäftigt. Gib, dass wir dann deine Nähe suchen und dass wir sie spüren. Behüte uns, guter Gott. Amen. Gemeinsam beten wir, wie Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Der Herr segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Die Kollekten dieses Sonntags sind bestimmt für die Kirchenmusik hier in der Jonakirche sowie für die Projektarbeit von Brot für die Welt mit Kindern und Jugendlichen in Sierra Leone. Außerdem, wie immer, für die Kindertagesstätte in Dourados in Brasilien. Klingelbeutel können wir heute nicht herumreichen, aber wir freuen uns sehr, wenn Sie mit einer Überweisung etwas spenden. Die Daten dazu finden Sie auf unserer Homepage. Vielen Dank dafür. Wir planen für jeden ersten und dritten Sonntag im Monat ein Gottesdienstvideo. Oder wenn auch wieder Präsenzgottesdienste möglich sind, wollen wir an diesen Tagen die Gottesdienste live streamen. Dazwischen liegt aber der Karfreitag. Unser nächstes Gottesdienstvideo werden Sie also am Karfreitag, den 2. April um 10 Uhr auf YouTube Premiere eingestellt finden. Diesen Gottesdienst gestalten wir musikalisch besonders schön. Und am Ostersonntag feiern wir Familiengottesdienst um 11 Uhr. Für alle Kinder wird es in diesem Gottesdienst auf YouTube eine Ostereiersuche geben. Ich danke allen Mitwirkenden ganz herzlich und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Sonntag. Bleiben Sie behütet. Thank you.